hier wieder auf meinem Kanal. Heute ist das neue Update gekommen und wir haben einen Buff bekommen. Ich glaube, jeder hat richtig Lust auf diesen Buff. Er hat sich darauf gefreut, dass Hulk endlich zu einem Hulk wird. Aber, was soll ich sagen? Ich habe jetzt eine Stunde mit ihm da rumgespielt. Und er ist einfach verbuggt. Er macht nicht das, was er soll. Jedenfalls seht ihr jetzt mal kurz hier einfach ein bisschen Gameplay. Und ich hoffe dann, sobald er richtig im Spiel ist und auch richtig funktioniert, mache ich dann nochmal ein Update-Video. Hier seht ihr jetzt mal kurz die SK1. Und jedenfalls haben wir dann eine Lähmung von 4 Sekunden, die um 100% erhöht wird, also dann für 8 Sekunden, solange wir in der Gamma-Phase sind. Die Gamma-Phase kommen wir, wenn wir, ihr seht, wir kriegen pro Schläge eine passive Wut. Bei 15 gehen wir in die Gamma-Phase. Jetzt seht ihr hier, mit der SK2 kriegen wir das Trauma auf den Gegner. Maximal 15 Stück für die Wut, wo wir haben die Passive. Die sollte aber, wenn wir in die Gamma-Phase kommen, pausiert werden. Weil wenn die Trauma-Debuff beim Gegner aktiv ist, haben wir extra Schaden. Dann gibt es dann wieder, ihr wisst, unsere gelben, grauen Zahlen plus die extra roten. Und da, ich habe es ein paar Mal hinbekommen, dass es wirklich pausiert hat. Dann hat mir auch, habe ich richtig derben Schaden gemacht. Aber keine Ahnung, wie es passiert ist, dass es pausiert hat. Weil ich bin da mal direkt getroffen worden, dann war es mal pausiert. Dann habe ich den Gegner direkt getroffen. Dann ist es pausiert worden. Aber normalerweise soll es so sein, ihr startet die SK2 mit Gamma aktiv. Und die Trauma-Debuffs sind beim Gegner einfach pausiert. Und die physischen physische Verwundbarkeit sollte auch nicht ablaufen in der Gamma-Phase. Das heißt, ihr könnt dann nämlich ein riesen Schadenspotenzial aus dem Hulk rausholen. Was aber sehr schade ist, dass es halt nicht so ist. Ich habe meinen Hulk jetzt extra auf Rang 3 gebracht, weil ich so Lust auf den hatte und die Erweckung meines Erachtens überhaupt nicht notwendig ist. Was zwar cool ist, dass man nach einer Heavy eine passive Unabwehrbarkeit bekommt, aber jetzt nicht für mich relevant ist, um diesen Champ wegen Schaden zu leveln. Das war jetzt nur mal ein kurzer Einblick. Ich hoffe, es kommt bald das Update, damit er gescheit läuft. In dem Sinne wünsche ich euch was.